So, und da sind wir wieder zu... auf keinen Fall hier schießen. Da sind wir wieder zurück und werden uns jetzt zur Erprobung begeben. Bin mal gespannt, was passiert, was wir machen müssen, ob wir es eher so ein bisschen automatik-sequenzmäßig ist oder ob wir wirklich kämpfen müssen. Ich habe ja so eine Theorie, dass es gar nicht richtig zur Erprobung kommt, dass wahrscheinlich eher irgendwas passiert, ne? Dass vielleicht dann ein Hinterhalt war, das Ganze von diesen Typen da von Meridian, und man hier dann dieses Ganze oder irgendjemand anders ankommt, eine Maschine oder sowas, und das Ganze überfällt, also irgendein Zwischenfall, der es vereitelt, dass wir wirklich die Erprobung machen können und dass wir praktisch durch den Beweis, dass wir dann die Maschine platt machen oder sowas, dass wir dann hier einfach dann die Leute retten, dann vielleicht ehrenhalber dazu kommen. Habt ihr so meine Theorie? Alle Aspiranten da sind. So, ich bin da. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Da ist doch dieser komische Idiot neben mir, der mich damals platt gemacht hat und einen Stein nach mir geworfen hat. Schwestern, Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Ross zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, ach, diese Windlichter. Was ist ein Kind, wenn nicht voll cool. Mütterliche Hoffnung. Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Super gut. Als Abschlusspanzer bald nieder. Yay! Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Unglaublich. Wie soll ich mich amüsieren, wenn hier diese blutrünstigen Unruhen? Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich! Echt? Was ist mit Vala? Sie ist so stark. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Die haben irgendwas für den Schild. Sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Lands, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung.
Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen, dunklen Haaren. Skeptisch ich bin. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit seiner Freundin. Naja, mit seiner Schwester. Wir haben es schon raus. Er will mit seiner Schwester irgendwas machen. Komischer Typ, ey. Gitty Bär. So, irgendwas kommt doch. Wenn ihr so laut und auffällig hier seid, passiert irgendwas. Schnell speichern. So. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Arschloch. Ich werde dich aufschlitzen und deine Eingeweide um den Hals tragen. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Bast wie Bastard, hä? Ich lasse mir von den ungläubigen Kater doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hä? Oh, du verdammter Wichser. Ich will mit dem nicht reden. Kann ich nicht einfach schlafen gehen? Er hat seine Freunde um sich, hä? Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. So, reden wir mit ihr noch. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich hoffe es, aber die machen garantiert irgendwas Gemeines in der Nacht. Meine Ausrüstung wegnehmen oder irgendwas. Ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich hoffe, du hast einen leichten Schlaf. Dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten.
Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Na, doch keine Gemeinheit von dem Bastard. Bast, der Bastard. Das ist er, Bast, Bastard. So typisch, diese Typen mit dieser Frisur und so diesen hellen Haaren, so, das sind immer die Bastarde, genau. Aber wahrscheinlich trägt er noch irgendeine Perlenkette oder sowas. Ja, es wäre so klischee-mäßig. Bast, Bastard. Ist doch besser, Aloy. Komm schon, echt jetzt? Lässt sie von dem ablaschen? Ihr seid die Letzten. Wie schwach, ey. Ach. Der Typ, dessen Eingeweide ich gleich um den Hals tragen werde. Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Sterben, Bastard. Kiel geklaut, Bastard. So, meiner. Kannst vergessen. Ah. Fick dich! Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene! Du brauchst wohl eine neue. Schon, steh auf. Echt jetzt? Warum muss das auch so sein, dass die alle so sich scheiße benehmen? Ich dachte, das ist die bessere Gesellschaft, die, oh, hey, guck, wir leben hier mit der Natur in Einklang, wir sind super cool. Wir sind voll die tollen Typen und so, hey. Nein, stattdessen ist es eigentlich noch größere Arschlöcher als sonst. Hast du auch hochgehalten? Ich muss sie einholen. Wird dir nicht gelingen. Du verlierst. Ich muss sie einholen. Ist klar. Du verlierst, weil du einfach zu hoch bist. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus.
Na, schubst du mich runter? Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich doch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Ist mir scheißegal, halt die Fresse! Da steht. Kehr einfach um und klettere zurück. Wer führt? Ich sehe nicht! Was? Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon! Schneller! Nicht nachlassen! Oh, ich muss weitermachen! Die Aufgestoßene! Im alten Pfad? Sie! Gut, ich hol auf! Da! Die Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie da raufgekommen? Ist mir gerade scheißegal. Dann lauf doch, Mensch! Ja, was bleibst du so lange stehen da, ey, mit deinem scheiß Haken? Ich verliere sowieso, weil Bast irgendwas macht, ey. Und weil du viel zu nett bist, dir eine ganze Scheiße gefallen ist dann. Ich hab dafür trainiert. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision, nicht genug. Los, sei perfekt. Sei schnell und halt die Fresse. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Los, lauf schon, schneller, schneller, schneller. Haha, ich hab gewonnen. Das war kein Sieg. Bast, Bastard, Bast, Bastard, Bast, Bastard. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Ja, fickt euch alle, Mann. Fickt euch. Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Aloy, lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Ich werde Bast nicht retten. Es sind zu viele! Wir haben keine Munition. Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf uns! Doch, wir schaffen das. Kein Problem. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Aber ich bin stärker. Ich kann sie nicht aufhalten! So, ich hab sie. Alle down. Schnell! Lauf drüber zum Seil!
Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Was ist hier los, Mann? Für die Urmutter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Ich hab euch. So, was haben wir hier noch? Es sind zu viele. Keine. Pass auf, da sind noch mehr. Ja, ja, ist ja egal. Wir schaffen das nicht! Doch, schaffen wir. Mutter, hilf uns! Erledigt sie! Vernichte die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Fuck. Es sind zu viele. Fick dich. Wir sind die Nächsten, wenn wir nicht kämpfen. Kann ich jetzt bitte meinen Trank nehmen? Hier liegen noch Sachen. So, ich muss ein bisschen was einsammeln. Ich habe keine Tränke mehr, nichts. So. Hab dich. Es sind zu viele. So, wir haben sie doch erledigt. Jetzt, runter, solange es noch geht. Oh, fuck. Komm zurück! Der hat eine alte Waffe. Richtig. Hallo, kann ich mich schnell heilen? Ich hab dich, so. Hier, nimm das! Fick dich, du böser Angreifer, du! So. Wer bist du? Los, nimm schnell die Maske ab. Los, ich will sehen, was ist. Ach, er. Mal irgendwer. Rost, Rost, rette mich. Komm schon, los. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind.
Endlich. Ross stirbt garantiert. Los, Aloy, los, komm schon, steh endlich auf. Los, komm schon, Aloy. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Ey, ich wusste doch, ich hab's doch noch gesagt, ne? Von wegen, es war so klar. Oh, scheiße. Das ist Rost, der angekrochen kommt. Er legt sich schützend über uns. Ah, ein Hals verletzt. Überlebe. Oh, scheiße, Mann. Heftig. Aber eigentlich genau das, was ich ja gesagt hatte. Ein bisschen anders noch, als ich gedacht hatte, aber... Ich habe im Endeffekt ja recht gehabt. Wer zieht uns da gerade weg? Sie stirbt. Alte Ruine hier. Rost. Und sie muss zu ihrer Mutter? Also wir wurden von unserer Mutter ausgestoßen? Unsere Mutter hat uns weggegeben? Also wir sind gar nicht mutterlos? Was für eine Scheiße geht hier ab? Fokus. Nein. Ja klar, die haben ja Angst vor allem. Ja, nein, das darf nicht sein. Ja. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Tja. Wo bin ich? Gute Frage, ne? Können wir hier irgendwo speichern oder sowas? Na, ich schätze mal, hier wird es einen Autospeicherstand gegeben haben. Naja, ein bisschen längere Folge zum Ende der Woche hin, aber bei dem Ganzen hat es sich auch gelohnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.